Das Projekt 1920 bis 1933, die Ära der Weimarer Republik, wurde erstellt von Daniel Hirsch, Colin Müller, Christoph Schandall und Tobias Fährlings. Die Tonbandaufnahmen sind fiktive Briefe, Tagebucheinträge und Gespräche, die von den politischen und gesellschaftlichen Ereignissen der Weimarer Republik handeln. »13. März 1920. Der Lüttwitz-Kapusch hat uns doch in aller Deutlichkeit gezeigt, wie radikal und entschlossen die rechten Bewegungen durchgeführt werden, um ihren politischen Hunger nach Macht zu stillen. Am 13. März besetzte das Freikorps das Berliner Regierungsviertel und ernannte Wolfgang Kapp zum Reichskanzler. Zweifellos hatte Kapp engen Kontakt zu Walter von Lüttwitz, dem einflussreichsten General der Reichswehr. Es scheint diesen Verschwörern jedes Mittel recht, die Demokratie zu stürzen. Erschreckenderweise haben sie mehr als genug Ressourcen zur Verfügung, um dieses Ziel bald zu erreichen. Ich weiß bald nicht mehr weiter. Der Hunger ist für meine Familie und mich alltäglich geworden. Die Arbeitslosigkeit nimmt Überhand, die Wohnverhältnisse kaum zu ertragen. Die Inflation hat uns doch alle hart getroffen. Uns alle? Wohl kaum. Manche profitieren sogar davon. Da wären die Sachwertbesitzer und der Staat. Jeder, der Schulden hat, sozusagen. Nun will jedermann Bargeld in Sachwerte eintauschen. Die Mark? Die ist nichts mehr wert. Warum bekommen wir die Inflation nicht in den Griff? Die noch ausstehenden Reparationszahlungen verstärken die Inflation nur noch weiter. Selbst dafür muss der Staat Papiergeld drucken. Die Geldentwertung schreitet voran. Grüß Gott. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Mir geht es schlecht, sowohl körperlich als auch seelisch. Das habt ihr euch doch selbst zuzuschreiben. Bitte wie? Was soll das heißen? Ohne euch hätten wir den Krieg gewinnen können und müssten jetzt nicht um unsere Existenz bangen. Es ist ja unerhört, was Sie mir hier vorwerfen. Wie kommen Sie dazu? Wir haben das Land doch befreit. Befreit? Erdeucht wohl eher. Hindenburg hat es treffend beschrieben. Durch eure sozialistischen Gedanken habt ihr unsere Truppen zu Deserteuren gemacht und der Krieg ging deshalb verloren. Ihr seid für das Scheitern der Märzoffensive verantwortlich, die das Blatt gewendet hätte. Lüge! Sie war schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Wir haben euch die Augen geöffnet. Es war nicht mehr abzuwenden. Und endlich können wir uns selbst regieren. Wegen euch mussten wir den Versailler Vertrag annehmen und leiden nun. Erneut sprichst du nicht die Wahrheit. Wir haben den Frieden in Vertrauen auf Präsident Wilson angenommen. Wir wurden alle betrogen. Wir müssen alle leiden. Wir sind nur dafür verantwortlich, dass wir uns endlich selbst regieren. Schönen Tag noch. Oktober 1925. Es ist geschafft. Die Isolation ist besiegt, das Misstrauen ist beseitigt. Wir haben in Locarno die Grundlage für eine erfolgreiche Klärung der Reparationsfrage gelegt, indem wir die deutsche Westgrenze anerkannt haben. Damit ist das internationale Vertrauen wiederhergestellt und wir können endlich die größte Bürde für die Republik in diesen Jahren beseitigen. Dann hat die Zeit des Umherirrens und der Irrtümer endlich ein Ende. Was haben wir nicht alles versucht, um den Forderungen der Alliierten nachzukommen? Zuerst versuchten wir, die Unerfüllbarkeit der Reparationszahlungen durch Erfüllungspolitik aufzuzeigen. Doch die Unmöglichkeit einer Sache, durch äußerste Anstrengung diese zu erreichen, aufzudecken, ist auf staatspolitischer Ebene selbstzerstörerisch. Nach kleinsten Zahlungsverzögerungen besetzten die Franzosen das Ruhrgebiet. Daraufhin schlug unsere Richtung ins genaue Gegenteil um. Man rief zum Generalstreik auf und finanzierte diesen mit der Druckerpresse. Die Wirtschaft brach zusammen. Hyperinflation, Armut und Massenpanik waren die Folge. Wir standen einen Schritt vor dem Abgrund. Nur dank dem Dawes-Plan, den wir mit Hilfe amerikanischer Fachleute erarbeiteten, entgingen wir der Staatspleite. Nach all diesen Irrwegen haben wir nun endlich ein Licht am Ende des Tunnels erblickt. April 1930. Die Krise ist da. Sie ist da und hat uns kalt erwischt. Im Vertrauen auf unseren Scheinaufschwung waren wir blind für alle Anfälligkeit unserer Republik. Die instabile Wirtschaft ist unter der Last des Börsenkrachs in den USA zusammengebrochen. Gleichzeitig zerreißen die politischen Querelen der staatstragenden Parteien unsere Regierung. SPD und Zentrum haben sich aufgrund kleinerer Differenzen zerstritten. Die Große Koalition ist somit hinfällig. Um überhaupt noch regieren zu können, wurde Brüning als Reichskanzler durchgesetzt. Als er keine Mehrheit bekam, löste Hindenburg den Reichstag kurzerhand auf.
Damit ist der Glaube an ein demokratisches System erschöpft, auch wenn sowohl Hindenburg als auch Brüning gute Männer sind, die wissen, was das Land noch vor dem Absturz bewahren könnte. Linke und rechte Parteien bekommen immer mehr Stimmen und der Reichstag gleicht einer Schlachtbank, auf der man sich gegenseitig mit aufgeplusterten Parolen zerfleischt. Längst ist die Demokratie in der Republik mehr Schein als Sein. April 1933. Die Weimarer Republik ist am Ende. Ich bin aus Deutschland geflohen. Hitler ist Reichskanzler geworden und hat die Demokratie in meinem geliebten Heimatland abgeschafft. Er wird es, so fürchte ich, in den Untergang führen. Dabei sah der Anfang vom Ende doch so vielversprechend aus. Die Regierung Brüning regierte zwar auch schon fast ausschließlich mit Notverordnungen und dem Auflösen des Parlaments, doch sowohl innenpolitisch als auch im Ausland gab es große Erfolge zu verzeichnen. Brünings deflationäre Politik war zwar für das einfache Volk schwer zu bestehen, aber die Erfolge zeichneten sich bereits am Horizont ab. Außerdem ließ der Reichskanzler sich nicht von rechtsextremen Richtungen beeeinflussen, sondern verbot am 13. April 1932 sogar die SA und SS, die sich von einer parteieigenen Schutztruppe zu einer terroristischen Privatarmee entwickelt hatten. Außenpolitische Fortschritte wurden unter anderem in Lausanne erarbeitet. Im Januar bewilligten die Alliierten einen einjährigen Aufschub der Reparationszahlungen, die von da an nie wieder aufgenommen wurden. Doch als Hindenburg die Präsidentschaftswahl nur knapp gewinnen konnte, machte er Brüning verantwortlich und entließ ihn. Neuer Reichskanzler wurde von Papen, der im Reichstag endgültig keine Mehrheit mehr hatte. Sogar seine eigene Partei, das Zentrum, trat der Opposition gegen ihn bei. Papen konnte nur noch durch die Unterstützung des Reichswehrministers Kurt von Schleicher Reichskanzler werden. Er ließ sich während seiner gesamten Amtszeit stark von diesem beeinflussen. Papen löste mehrfach den Reichstag auf, ohne eine Begründung für den Ausruf des Notstandes zu geben. Das Parlament verlor noch weiter an Bedeutung. Nebenbei wuchs der Einfluss der NSDAP immer weiter. Sie war der eindeutige Gewinner der Wahlen, hatte aber immer noch keine Mehrheit. Göring wurde Reichstagspräsident und Hitler forderte Hindenburg auf, ihn als Reichskanzler einzusetzen, was Hindenburg jedoch erbost ablehnte. Dies ließ mich noch einmal Hoffnung schöpfen. Wie sich zeigen sollte, vergeblich. Da die Zusammenarbeit mit Papen ergebnislos blieb, ernannte Hindenburg am 3. Dezember 1932 den General Kurt von Schleicher zum neuen Reichskanzler. Dieser sympathisierte mit rechten Kräften. Unterdessen paktierte von Papen mit Hitler und ebnete diesem den Weg zur Macht. Nachdem Schleicher auch keine Mehrheit im Reichstag bekam, zwang Hindenburg ihn zurückzutreten. Hitler wurde Reichskanzler. Am 23. März 1933 wurde das Ermächtigungsgesetz verabschiedet. Die Ära der Weimarer Republik war damit vorüber. Zu diesem Zeitpunkt war ich zum Glück schon in Amerika. Großer Kummer erfüllt mich, wenn ich jetzt nach Deutschland zurückblicke. Denn von dem Land, an das ich geglaubt und das ich geliebt habe, ist dank Hitler nichts mehr übrig.